2, 1. So Leute, willkommen hier zurück zu SGE Swiss German Elite. Mein Name ist Blaze Chris und ja, ich hätte gestern schon mit dem Ghost-Aufnahmen beginnen sollen, aber ich hatte leider gestern keine Zeit. Ich musste mich sowieso, wie auch viele andere, erstmal zurechtfinden. Ich weiß, große YouTuber haben ihre ersten Gameplays schon rausgehauen oder so, aber wir orientieren uns nach unserer Nase und nicht nach deren Nase. Ich habe heute sogar ein Live-Commentary und zwar auch mit dem Eierdümdüm. Der ist auch hier dabei. Sag's mal hallo. Servus Leute, ich bin's, der Eierdümdüm. Ja, und ich denke mal, dass wir jetzt hier mal ein Quickie durchreißen, mal eine Runde live zocken und euch ein bisschen zum Spiel erzählen. Ja, hoffen wir mal, dass es gut kommt, ey, weil im Moment Herrschaft ist ja so richtig übertrieben. Es gibt natürlich auch viele andere geile Modis, also wie jetzt zum Beispiel wie aufgeputscht, das ist auch nicht schlecht. Das ist eigentlich so, wenn man so guckt, wie TDM, nur dass wenn man einen abschießt, nochmals 30 Sekunden Zeit hat, jemanden zu killen. Ansonsten stirbt man selber, also explodiert man so eine Art. Die anderen Modis kenne ich nicht so. Suchen und Retten haben wir gestern noch probiert, gell? Ja, das war auch geil. Suchen und Retten ist jetzt so gesehen Suchen und Zerstören. Nur wenn du einen Gegner tötest, dass dann halt eben der eine Marke fallen lässt. Wenn quasi, wenn Blaze stirbt und ich sammle seine Marke ein, also da wo er gestorben ist, dann wird er respawned und ist wieder im Spiel drin. Und wenn halt eben, wenn ich jetzt den Gegner töte und sammle seine Marke ein, dann kommt er nicht mehr wieder. Also so kann man quasi seine eigenen Teammates wieder ins Spiel holen. Das ist eigentlich ganz geil. Ja, ist eigentlich nicht schlecht gemacht, ey. Also es ist ja eigentlich wie Suchen und Zerstören, einfach nur halt mit den Marken noch dazu. Also ja, man muss ja auch eine Bombe legen und all das Zeug, ne? Also so wie du es erklärst, stimmt es, ja. Dann gibt es noch Infiziert, ich denke mal, das wird das Infiziert sein wie bei MW3. Habe ich aber auch noch nicht gespielt. Abschuss bestätigt, kennt ihr ja alle, ne? Also das gibt es ja bei jedem COD praktisch. Herrschaft sowieso. Gejagt, noch nie gespielt, noch nie gesehen. Die Spieler starten mit begrenzter Ausrüstung. Bringen sie... Ach so, das ist so... bringen sie Abwurfzonen für bessere Ausrüstung in ihre Gewalt. Das ist wie Absprungszone, glaube ich, bei MW3. Gibt es ja auch so einen Modus. Und Taktik-Teamspiel ist halt so kleine Games. 4 gegen 4. Ja, also ich denke mal, wir machen eine Runde Herrschaft, ne? Ja, mach mal Herrschaft. Hast du Bock? Jo, hab ich. Ja, mal schauen, was wir jetzt reißen, ey. Also, ich habe in letzter Zeit richtig viel auf die Fresse bekommen, ey. Ich auch, ey. Ganz ehrlich, ich bin ja jetzt nicht gerade so der Schlechteste, aber dieses Spiel, das fordert einen echt, ey. Ja, das ist richtig übel, Mann. Oh, meine KD 1,2. Ja. Ich auch, glaube. Warte, ich guck mal. 1,258. Ich habe 1,270, Alter. Oh, meine KD ist ein bisschen besser. Oha. Oha. Und ich bin eigentlich der Schlechtere von uns zwei, Mann. Scheiße. Ja, das ist wieder richtig mühsam, ey. Hier bei der Ladeszene bricht es wieder den Ton ab. Ich hasse es. Da seht ihr mal, wie gut ich mich in diesem Spiel einfinde. Ja, ich denke mal, das ist am Anfang sowieso schwierig. Also, viele werden da Mühe haben, auch gute Spieler. Ja. So. Weißt du, was ich das Schlimmste finde? Ah ja. Also auch an die Leute da draußen, ist immer die Einstiegszeit von 15 Sekunden, Alter. Das ist richtig dreckig, Mann. 15 Sekunden, das ist eine halbe Ewigkeit, Mann. Das ist 15 Sekunden meines Lebens sind verschwendet, allein nur schon mit dem scheiß Einstieg. Ist doch kein Witz, ey. Da kannst du nicht nur pinkeln, nein, da kannst du dir auch gleich einen schrubben oder so. Kannst du gleich mal eine flachlegen. Kommst du wieder zurück, ne? Und dann ja, kannst du direkt beginnen zu zocken, ey. Bist wieder bei den üblichen 5 Sekunden. Welchen Teil ich von diesem Spiel geil finde, ist der mit dem Slide, Mann, ohne Scheiß. Ah, guck mal, jetzt haben wir hier die perfekte Map. Die verändert sich einfach, was ist das? Ja, was? Guckt euch das an, bitte. Guckt euch das an. Mit Thermal liegt er da und wartet, bis ich vorbeilaufe. Genau.
Aber das Spiel hat, finde ich, so, jetzt mal meine Meinung so, ich finde es sehr geil, man kann es geil spielen. Ich finde es auch geil, dass man jetzt wieder mit dem Gamer-Headset wirklich jeden Schritt hört und man extra Puls dafür braucht. Das ist einfach richtig geil und gelungen. Die Grafik ist richtig gelungen und das hat ein bisschen was gerettet. Das Messer ist richtig geil geworden, finde ich. Verschiedene Waffen, so zum Beispiel die Vector, die ich nie in oft gespielt habe bei Black Ops zum Beispiel, ist hier einfach der geil. Ich finde die Vector ist hier für mich die beste Waffe. Und ja, das Spiel ist jetzt nicht gerade einfach, so das Spawn ist auch noch so ein bisschen, muss man sich halt eben dran gewöhnen, aber sonst ist das Spiel eigentlich echt geil. Ja. Also ihr könnt mich verurteilen oder nicht, ist mir scheißegal, ich kämpfe jetzt eine Runde. Obwohl es auch scheiße aussieht. Also ich hab. Ja, jetzt werde ich direkt zweimal gekillt, Mann. Was? Ich könnte rasten, Mann. Ich könnte das Spiel jetzt schon auseinandernehmen. Ja, aber ich finde irgendwie immer so, wenn man neues Call of Duty hat, da regt man sich nicht so auf, wie wenn man jetzt normal spielen würde. Vielleicht wie ich krieg einfach nur auf die Fresse, aber es juckt mich gar nicht. Ich finde es irgendwie trotzdem cool. Also das Spiel allgemein ist richtig geil gemacht. Das muss man denen lassen. Oh Mann, Mann, Mann. Wie schlecht ich bin. Außer der Blaze, der findet das Spiel scheiße. Nee, ich liebe das Spiel, Mann, ohne Scheiß. Ich bin froh, dass es jetzt von den. Uiuiui, Doppelabschuss mit der C4. Verbündete SATCOM aktiv. Nee, wirklich, Black Ops 2 war richtig. Also, ich hab's geliebt, ne? Aber das ist jetzt noch eine Stufe höher. Richtig geil. Black Ops 2. Und die Blendgranate, also EMP-Granate, so eine Art, ne? Richtig krank. Bam, 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 bam. Und so. Also die Leute, die es noch nicht gezockt haben, noch nicht gesehen haben und auch nicht wissen, ob sie es holen sollen, ich würde es auf jeden Fall holen. Es lohnt sich, es ist mal was ganz anderes. Es ist einfach so eine Mischung aus Battlefield und Call of Duty, finde ich jetzt. Ja, Battlefield 4 habe ich selbst noch nicht angezockt und werde es mir halt eben auch bald besorgen. Und ja, so zu den Hackern hier, also die Gerüchte, dass hier übelst viele Hacker rumlaufen und dass das Spiel unspielbar ist, das ist mir jetzt auch noch nicht wirklich aufgefallen. Also klar, in den besten Listen steht zwar drinne, der und der ist erster mit 0 Kills und so. Aber scheiß mal auf Bestenliste, also so beim Zocken ist jetzt kein Hacker irgendwie vorhanden gewesen oder so. Also. Ich habe auch noch keinen getroffen. Also ich denke mal, das war einfach nur Publicity, damit einfach Call of Duty schlecht dasteht. Ne? Also. Ja, ja. Keine Ahnung, das wurde einfach so in die Welt gesetzt, sage ich jetzt mal. Ohne Grund. Und sowieso, ich die Leute, die es halt nicht spielen können, sollen es halt auch lassen. Also ich meine zum Beispiel hier, ich hatte gestern, ich weiß nicht, ob es ein Hacker war, aber ich denke schon, auf jeden Fall, ja, manchmal gucke ich mir halt eben die Wiederholung an, wenn es wirklich übelst unlogisch ist und da waren halt eben Leute, die haben mich, die sind übelst hochgesprungen, also jetzt nicht so hoch, dass man über die Häuser kommt, aber irgendwie, keine Ahnung, so zwei Fenster hoch auf jeden Fall, konnten durch die Wände zielen, da habe ich mich schon verarscht gefühlt, aber mein Gott, was soll ich so tun. Ich habe auch noch nicht irgendwie alles ausprobiert in diesem Spiel, also zum Beispiel die ganzen Abschussserien und so, also ich habe gerade mal die drei Standardserien gekauft, da es hier so ganz neue Punktesysteme gibt und ganz neue Abschussserien. Hier zum Beispiel habe ich jetzt so eine Waffenkiste, da kriegt man dann random irgendwelche Waffen, was ich persönlich auch eine geile Idee finde. Ja. Ich krieg einfach nur auf die Fresse, weil ich rede. Es wäre mal angesagt, ein bisschen konzentrierter zu spielen, junger Mann. Wir verlieren Bravo. Boah, Digga, ich hab doch eine Shotgun aufgeholt aus dieser Waffenkiste, die geht nicht ab. Kriegt man gönnt. Und was ich niemals gedacht hätte, das Snipen, das gefällt mir richtig. Ja, weil Snipen ist krank. Es ist einfach die Möglichkeit, richtig Snipen. Ich meine, es gibt zwar immer noch diese Quickscope-Lügen, aber allgemein finde ich es einfach richtig geil. Es macht mir selbst Spaß, also selbst so ein Hardscope zu reißen, macht mir richtig Bock, wisst ihr? Also richtig geil, finde ich das. Lohnt sich. Ja, die Leute, die das Spiel jetzt schon verurteilen, finde ich ein bisschen assi, weil ich meine, in dem Sinne auch, vor allem die, die es noch nie gespielt haben, dass die überhaupt die Fresse aufmachen. Ich hasse auch so Leute, die reden oder lästern über irgendwas, obwohl sie selbst noch gar nicht erlebt oder selbst gezockt haben. Ich, nervig. Ja, es gibt viele Leute, die sagen, hey, wie war ich der Battlefield und hier und das und das und die. Ich meine, natürlich, Battlefield hat eine übelst geile Grafik oder so, aber ich als jahrelanger COD-Zocker behaupte sowieso, dass COD einfach zu mir gehört, wie jetzt, keine Ahnung, ein Kaugummi in dem Mund, oder? Ja, ich spreche das andere lieber nicht an. Ich kann sowieso die beiden Spiele nicht vergleichen. Man kann sie einfach nicht miteinander vergleichen, weil die beiden Spiele macht was, die bringen immer jedes Jahr zur selben Zeit das Spiel raus. Ohne, immer ohne, ohne. Und so.
Oh. Was ich übelst unnötig finde, Alter. Guck mal, der ist schon wieder am Sterben. Wer? Du, ey, du bist ja nee, am Ausrasten, nee, ich bin von dieser kranken Rakete weg, ey. Das ist so wie eine Art Predator, die sich in drei Teile teilt, Mann. Du kannst alle, quasi fast alle drei Teile steuern oder so. Mann, ich kriege niemanden down, aufgefallen. Ey, was? Das ist auch krass in dem Spiel, ne? Hier kippt man einfach jedes Mal innerhalb von 3 Sekunden um. Das ist unnormal. Was? Nicht mal 3 Sekunden, ey. Das sind gerade mal 2, nee, wenn's gut kommt. Drei Kugeln. Was es auch gibt, ist, es gibt jetzt manchmal, wenn du jemanden tötest, dann liegt da so ein Aktenkoffer, das ist wie eine Marke. Wenn man sie dann einnimmt, dann kriegt man einen Auftrag. Und wenn man den Auftrag erfüllt, kriegt man eine Vorräte. Und was ich scheiße finde, aber auch irgendwie gut für ein paar Leute, die jetzt halt eben noch nicht so gut sind, zum Beispiel wie ich jetzt im Moment, dass man halt eben eine Nuke, beziehungsweise eine KIM heißt es ja hier, aus der Kiste bekommen kann. Das habe ich vorhin bekommen, aber die ist auf dem Dach gelandet. Ja, das ist gestern meinem Kollegen auch passiert. Weil ich hatte halt eben schon ein, zwei Leute, die sie halt eben so gekriegt haben. Und ist eine coole Idee, Mann. Boah, Alter, was habe ich denn hier für eine riesen Shotgun drin, ne? What? Was ist das denn? Ohne Scheiß. Ja, ich muss auch erstmal in das Spiel reinkommen. Ich denke mal so, keine Ahnung, 2, 3 Wochen, dann bin ich drin. Wie gesagt, ich habe im Moment jetzt auch seit Sonntag oder so, hab ich kein Gameplay mehr gebracht. Muss auch mal wieder was machen. Aber ich habe halt eben, ich will euch keine Scheiße liefern, also ich habe noch kein Gutes. Wirklich. Boah, bin ich jetzt erschrocken, Alter. 12 zu 10, Mann, wie schlecht ist das denn? Pass auf, ich hab jetzt einen Auftrag. Ich will jetzt den Nuke in der Kiste. Ich muss einen Kill nicht bringen. Ah, Nuke in der Kiste. Ich bin tot. Ich hab den super hingekriegt, ey. Hast du die Dinger? Ja, hier, ich muss ja immer so Aktivkoffer einsammeln, dann kriegt man das manchmal. Aber ich bin gestorben, ich hab's nicht hingekriegt. Abschuss des Führenden habe ich. Killer. Unnötig, aber Killer. Nein. Ich habe eine Satcom bei denen in Spawn aufgestellt. Aber okay. Warte, erreichen Sie einen Abschuss mit Ihrer Sekundärwaffe. Meine Aufgabe. Wir verlieren Alpha. Das ist die Wochenchallenge. Genau. Oder hier, wenn man Granaten wirft, ist auch geil, finde ich jetzt persönlich. Ja, Blaze, du wolltest noch was dazu sagen, wie deine Wochenchallenges weiterlaufen, weil... Ja, ich hab hier gesehen, also es wird jetzt schlecht bei Ghost, eine Wochenchallenge zu machen, da es keinen Kinomodus gibt. Ich weiß nicht, was die da wirklich so überlegt haben, ob es denen wirklich eine Ecke abgehauen hat bei der Produktion dieses Spiels. Aber eben, schlussendlich wird es einfach so sein, dass ich für einen Moment, solange es keinen Kinomodus gibt, vielleicht kommt das ja noch, nur von Black Ops 2 aus die Serie weiterlaufen wird. Also die Spieler, die gerne Black Ops 2 noch spielen, Mann, die gerne noch diese Black Ops 2 Serie spielen, sollen das auch weiterhin machen. Ich werde das versuchen. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Gebt mir bitte Bescheid, ob ihr das überhaupt noch wollt. Wenn nicht, dann werde ich sie wohl absetzen müssen. Weil ich war der Überzeugung, dass es hier auch einen Kinomodus gibt. Aber anscheinend wurde ich enttäuscht, so wie viele andere auch. Ja, diese das heißt... Spieleentwickler, 3 Schritte nach vorne und wieder 3 zurück. Ja, weißt du, das waren 4 Schritte zurück, glaub mir es. Also ich meine ja. Auch die großen YouTuber, die machen ja nachkommentierte Videos und so geht das wohl gar nicht. Das ist richtig assi. Ja, ich glaube, die Leute wissen auch gar nicht, was wir jetzt damit meinen. Wir müssen jetzt dauerhaft unsere Aufnahmedreh laufen lassen, ja. Und das zeichnet dann quasi, keine Ahnung, ich zocke tatsächlich mal 3 Stunden. Dann muss ich 3 Stunden lang aufnehmen und wenn ich dann mal ein gutes Gameplay habe, das muss ich dann noch rausschneiden. Also ja. Man muss einfach dauerhaft die ganze Zeit die Elgato bzw. HDPVR oder was auch immer man zum Gerät hat, laufen lassen. Das finde ich persönlich scheiße. Und, mein Hund ist da. Das Hund, Alter? Ich hab einen Hund. Ich hab. Guck mal. Komm her. Put. Hey, Lassie. Bleib da, Rex. Jo, du bist ein Süßer, ne? Nee, Scherz. Oh, weißt du, gestern Abend. Boah, dieser Dschungel-Map, Alter. Der Köter wurde mir. Ey, wie viel Köter ich hatte, ey. Wie der mich abgefuckt hat. Der Rex. Ich bin der größte Köter-Liebhaber, ne? Aber sowas geht gar nicht, ey. Boah, bei Call of Duty. Und ich denk mal, der macht einen Kill. Der macht einen Radius von 5 Metern. Macht der gar nichts. Ey, ich hab mir die Beschreibung durchgelesen, was der angeblich alles kann, ne? Das soll ja angeblich dich rächen, wenn dich jemand getötet hat. Mach, ist so, ist so. Gib dem Hund eine Kugel, der ist tot. Ist das alle Hot?
Ja, nee, der braucht, mehr wie eine Kugel. Ja, aber bei meinem Also ich zumindest. Kugel, ich zumindest brauche mehr wie eine Kugel. Ja, ja, ich brauche immer 100 Kugeln, Alter. Der Gegner macht eine Kugel, mein Hund ist tot. Ja, immer dasselbe. Ja, du hast kein Rex, Alter, du hast ein Fifi. Ja, also ich hab so Chihuahua, was man so in die Kasse tut. Ja, Mann. Boah, Alter, sieht die Panzerscheibe aus dem Gegner. Komm schon, noch. Nee, die Runde ist vorbei, Alter. Ich glaub das nicht. Noch zwei und dann hätte ich Heli gehabt. Was? Heli, Digga? Ich hab noch nicht mal eine Drohne. Okay, ich will Unterstützung, aber egal. Noch einen, dann hab ich Heli. Alter, du bist ein Killer. Noch einen und ich hab Krebs. Noch. Boah, und ich hab nur noch 5 Schuss. Ja, guck, guck, natürlich, natürlich, natürlich. Wie schlecht ist das denn? Ey, Jungs, guckt einfach nicht aufs Scoreboard, das stimmt nicht, was da steht. Das, nee. Ey, das ist eine Lüge, das Spiel verarscht mich. Wie verarscht mich? Ich hab Nuklear, Digga. Jawohl, genau. Nuklear. Ich hab 18 Kills, aber ich war trotzdem einen vor der KIM, wofür man 25 braucht. Oh, also. Scheiße, Alter. Ich bin erster. 7 hoch. Oh Gott, Mann. Machen wir doch gleich nochmal eine Runde und ich denke mal, wir teilen das auch in 2 Parts auf, oder? Oder sollen wir lieber eine halbe Stunde laufen lassen? Nee, nee, würde ich jetzt nicht. Ey, hast du Bock mal eine Runde aufgepusht zu zocken? Können wir den Leuten das mal zeigen? So? Aufgepusht, ja, sicher doch. Machen wir Punsch draus. Punsch. Oh, wie gut, dass niemand weiß, dass ich wichs und gar nicht scheiß. Aufgepusht. Rumpelstinzchen, Rumpelstinzchen. Das ist richtig ein geiler Modus, ey. Ich habe mich kaputt gelacht gestern. Weißt du, du musst immer so im Windeseile. Boah. Im Windeseile muss man sich den Abschuss holen, ansonsten stirbt man. Und das fängt ja schon mal richtig gut an, dass man in Open Lobbies wieder reinkommt. Ich hasse es. Über alles, ey. Über alles. Aber naja, was will man machen? Ghost halt, Ghost, ne? Warten, warten, warten. Hardware. Choose Legend. Ja, ich liebe es, Mann. Wenn, guck, und wir sind am Verlieren. Natürlich. Perfekt. Ich bin jetzt schon gestorben. Kaum reingejoint, schon gestorben, Alter. Mein Joypad ist am Arsch, ne? Der L3-Knopf ist fällig. Ich muss mir einen neuen kaufen. Seht ihr, ich habe jetzt 30 Sekunden Zeit, um zu quitten. Richtig dreckig. Richtig dreckig. Wieso kann ich den Eier nicht entmuten? Ja, das ist auch sowas, ne? Also in Ghost wird plötzlich automatisch jeder gemutet. Ihr seht es ja hier. Ich finde das so richtig mühsam und dreckig. Also ich hasse sowas. Oh, naja. Es soll ja auch bei den Kommentaren eine Panne geben. Moment, ich entmute mal den Eier. Sorry Eier, du warst gestummt. Automatisch. Ja, ja, bei mir auch gerade aus Versehen. Es ist, ich hasse es. Mann, 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 Mann. Gott sei Dank mussten wir diese Juden-Map gerade nicht spielen. Das war echt meine Hass-Map. Die einzige Map, die ich kenne, und das ist meine Hassmap, ohne Witz. So schlecht gemacht einfach. Du kannst überall in den Häusern hoch und überall sitzen sie mit ihrer Sniper. Die Map kenne ich nicht. Oh, 1,28 ist meine KD. Ich sehe ein bisschen gestiegen. Wow. Killer. Yeah, Mann, ich werde noch zum Pro-Gamer, Mann. Ja, ja, ist nicht einfach die ganze Sache hier. Also Ghost ist auf jeden Fall mal eine Riesenumstellung gegenüber Black Ops und MW3. Auch mit den Abschussserien und den Perks. Also es gibt ja übelst viele Perks hier in dem Spiel. Es gibt
Massenhaft, Alter, massenhaft davon. Und man muss sich's aufteilen, das ist richtig übel. Damit man sich überhaupt was freischalten kann, muss man erstmal hier. Ah ja, bist du da? Ja. Ja. Was ich krank finde, ist, dass man sich da so Trupppunkte holen muss, damit man Waffen und so freischalten muss, kann. Macht euch in die Arbeit, Soldaten! Und Perks und all das Zeug. Ist das wieder dieselbe Map? Ja, wie vorhin, genau. Geil. Ey, ich wollte gerade So. sagen, ey, die Map lebt schon, bevor es losgeht, ey. Von rechts kommen welche. Da oben ist auch einer. Ich bin aufgeputscht. Bist du aufgeputscht? Jetzt musst du gucken, dass du nicht putsch-putsch machst, ne? Bam, Ich bin Junge. auch aufgeputscht. Oh, 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 Ja. oh. 27 Das ist in die Sekunden. falsche Richtung. Ich muss in so und so vielen Sekunden jetzt einen Abschuss machen, ansonsten sterbe ich noch und ich will nicht so schnell sterben, bitte. Nee, 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 nee. Gegner, wo seid ihr? Gegner, wo Und seid ihr? das Gegner, spawnt hinter mir. Ey, das ist das krasseste Spawn-System in diesem Spiel. MW3 ist ein Scheißdreck gegen. Wir spawnen so echt mit dem Gegner nebeneinander. Ich habe noch 7 Sekunden. Jawohl, ich hab's geschafft. Juhu. Okay, nächster. Next, next. Komm, Mann. Nein, 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 nein. Nein, ey, was ist das für ein Dreck hier? Satcom-Verbindung aktiv. Wir haben die Führung verloren. Das ist überhaupt nicht mein Spiel, ne? Ich muss erstmal reinkommen, aber mir gefällt es zwar, aber ich bin so krass unnormal schlecht darin. Unglaublich. Ja, da ist auf dem Dach, ey. Ich glaube, ich spiele voll offen, viel zu offensiv. Dann ja, finde ich hier keinen. Das tun wir beide im Fall. Wir bekommen nur auf die Fresse, weil wir ständig vorrennen und die warten. Da wie die. Boah, ich habe einen gekillt und werde sofort wieder gekillt, Mann. Wie schlecht. Guck mal, du tötest wenigstens jemanden, ey. Guck, ey, das ist auch sowas, ne? Ich schieße ihn jetzt zweimal an, ne? Und der ist nicht Ey. Mal so gehittet, dass er sterben würde. Ja, ich muss den Gegner von hinten töten. Wow, was? Mit was schießt denn der Typ da, ey? Dom, boom. Ja, genau. Du bist Ey, bei mir ein leckt Bro. Es rum, Bei mir nicht. Da leckt zurück, Alter. Ja, der kommt mit der Trinity-Rakete, Alter. Das bist du, ne? Jetzt bin ich tot. Wegen, weil die Zeit abgelaufen ist. Ich schieß voll auf den Gegner und er stirbt nicht, weil es rumlaggt. Was soll Okay, das? Ich bin aufgeputscht. Jetzt bin ich nervös. Erreichen dir ein Absch. Ja, ey. Die nerven mich, Mann. Die sind nur noch auf dem Dach da oben, ey. Oh, ich mach die alle kaputt. Aufgeputscht, aufgeputscht, aufgeschluckt. Oh Mann, ey, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Hab schon wieder ein 5 zu 5. Wie viel hast du? Ah, 6 zu 9, okay. Alles okay. Fick dich, Alter. Oh, es leckt so rum, Digga, ohne Witz. Ey, das gibt's doch überhaupt nicht. Ey, ich komm sofort wieder, ja? Ja, jetzt werde ich wohl ein bisschen Unterhaltung führen müssen. Und zwar mit mir selbst. Ne, ma. Boah, Mann, wie ich es hasse. Ja, für die Leute mit Black Ops 2 wird es weitergehen mit BKs Wochenchallenge. Ja. Sorry, ich musste mich gerade abreagieren. wer mitmachen will, soll sich einfach melden, wie immer. Entweder bei den Kommentaren dann, wenn die Aufgabe stattfindet. Mit den Klassen. Mein Controller ist kaputt. Ich hasse es, Mann. Ich hasse es. Ja, und ich habe einfach Verbindung, das fasse ich. Ich bin einfach durchgehend am Lecken. Ich bin ja schon wieder übelste Rage, aber ich switche durch die Map wie der letzte Vollidiot. Ich könnte so kotzen, ne? Ey. Verbündete Oracle. Guck es dir an, ich bin gerade viermal hintereinander gestorben, weil es rumleckt. Ja, ja, ich habe 7 zu 15. Und jetzt sterbe ich nochmal. Guck, 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 guck. Weil ich explodiere. Aber ich war halt eben noch positiv. Jetzt fängt an zu laggen und jetzt bin ich einfach durchgehend tot. Detonation in 5. Ja. Genau. Richtig schlecht. Es laggt einfach rum.
Mach danach mal einen Lobbywechsel, ey. Ich hab keinen Bock mehr, ehrlich. Schon wieder tot. Ey, Mann. Ja, das Spiel ist, glaube ich, vorbei. Ja. Bei 101 ist es vorbei. Also richtig schlecht von mir. Und, ja. Gestern war es besser. Gestern war es auf jeden Fall besser. Also die hängen da hier wirklich nur auf dem Dach rum. Und machen genau gar nichts. Mann, 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 ist das richtig zum Kotzen, ist das. Ja, also es geht, die Aufnahme geht jetzt schon 25 Minuten, Alter. Wir wollen die Leute nicht langweilen, sondern machen das jetzt mal kurz und bündig fertig, ne? Also wir werden auf jeden Fall noch mehr posten davon. Und hoffentlich mit mehr Skills, hoffentlich mit mehr Kills und so. Ja, auf jeden Fall, Alter, ey, ohne Scheiß. Hoffentlich mit vier Balken Verbindung, nicht so wie bei mir wieder mit einem, das ist zum Kotzen. Ja, dann sag mal in der Umgebung, sie sollen weniger dein Internet anzapfen, Mann. Ja, was soll ich denn machen, Alter? Prügeln, ja, prügeln. Ich auch mit drin, Alter. Kannst du jetzt nichts bezahlen? Nein, ich sag das jetzt nichts mehr, okay. Oh Gott. Ja, ich überlasse erstmal dir das Wort und dann verabschiede ich mich wie immer. Na gut, ja, danke nochmal, dass du mich wieder eingeladen hast zum Duel. Ich denke mal auch, dass auf meinem Channel ein bisschen mehr kommen wird, auf jeden Fall von Ghost. Ich hoffe mal, dass ich mal wieder ein bisschen besser werde. Und ja, an Blaze Abonnenten noch viel Spaß auf seinem Channel und gut Jungs, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, gib dem Affen Zucker und ja, Blaze, dein Wort. Ja, eben, er hat alles eigentlich schon gesagt. Guckt auf jeden Fall bei ihm vorbei. Denn wir werden beide mehrere Dual Commentaries zusammen machen. Also wir sind so eine Art mehr oder weniger Partner, ne? Und ja, also in Zukunft wird es mehr Gameplays geben. BKs Wochenchallenge wird weitergehen. Schreibt mir wirklich in die Kommentare, ob ihr das überhaupt noch wollt oder nicht. Also zwei Leute haben sich bis jetzt mal gemeldet. Und vom Clan haben sich auch noch welche gemeldet. Mal gucken, ob es weitergeht. Ich hoffe es, weil die Serie hat Spaß gemacht. Also es haben sich ja, einige später gemeldet. Geile Idee. Und erzählt euch... Ja. Ja, ich wollte noch kurz sagen, ja, wegen Dual Commentaries. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, die Blaze und ich besprechen sollen und ja, ihr habt irgendwie eine geile Idee und dann werden wir das bestimmt angehen und jo. Ja, bestimmt, das auf jeden Fall. Also, wenn euch was im Herzen liegt, aber seid einfach gnädig, bitte kommt nicht mit irgendwelchen perversen Sachen oder so. Ein bisschen überlegen, was ihr wollt und nicht übertreiben, ja? Genau. Ja, eben, erzählt euren Freunden, Kollegen oder im Clan oder was auch immer von Ayadumdums Kanal, von meinem Kanal. Mal gucken, vielleicht passiert ja was, dass wir ein bisschen größer werden, auch wenn wir klein sind, spielt ja keine Rolle. Und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Cheerio, bye bye, euer Blaze Chris.